So, meine Damen und Herren, und da sind wir bei Sekiro Shadows Die Twice als Let's Play, als Live-Let's Play. Im Stream sage ich Hallöchen Stream und auf YouTube sage ich Hallo YouTube. Ich habe einen Todeszähler hier unten drin, wie man sieht. Das heißt, wenn ich sterbe, geht der dementsprechend hoch. Der geht dann auf 1. Ich hatte ursprünglich geplant, im Stream für irgendwie 10 Tode oder so einen Sub zu verschenken, aber das machen wir jetzt nicht. Ich glaube nämlich, dass das ein bisschen zu viel wird. Ich habe keine Ahnung, was auf mich zukommt, beziehungsweise es soll sehr schwierig sein. Und wir schauen uns das Ganze einfach mal an. Ich mache ein neues Spiel. Ich habe schon ziemlich alles eingestellt, was es ist. Ich spiele auf PC mit einem Controller angeschlossen. Das ist ein PS-Controller, aber es sind Xbox-Tasten drauf, keine Ahnung. Blut ein, Helligkeit. Habe ich mal hell gemacht, damit ihr alles gut seht. Oder würde ich sagen, let's go. Tokiwa, Sengoku Maki.心が心すらなくしたか。ああ。共に来るか。飢えた狼。そして戦場で拾われた狼は修行の末熟達の忍びとなった。 忍びの掟は忘れまいな。親の次に大事なもの、お前の心に刻むがよい。あれが今日からお前の主だ。命を賭して守る。たとえ奪われるとも必ず取り戻すんだ。よいな、狼よ。 Und, habt ihr alles verstanden? Ich hab's extra mit deutschem Untertitel. Klingt besser. Ashina no kuni wa shayou ni ari. Okami no shinobi wa subete o ushinatte ita. Sodate no gifu mo, mamoru beki aruji mo.
Shinobio. Nezamete kudasai. Anata no aruji no tame. Okay, here we go. Ich hab so keine Ahnung. Ups. Die Tasten sind falsch belegt. Aha. Ein Wandsprung. Ah, das ist ja cool. Warte mal. Okay. Wenn man auf der anderen Seite noch weiter gekonnt hätte. Ah, so schleiche ich. Cool. Ich bin mal so frech und gehe mal ganz kurz hier nach hinten. Also hier könnte ich wieder runterfallen. Was passiert eigentlich, wenn ich runterfalle? Nichts, kein Fallschaden, okay. Meint ihr, das ist eine gute Idee? Nö, das geht nicht. Okay. Ich würde mal sagen, das Allerbeste, was wir zuerst machen, ist, wir lernen mal, wie das Ganze überhaupt funktioniert. Ich kann jetzt schon sagen, ich werde ein paar Mal sterben, weil ich die falsche Taste drücke, weil er mir wahrscheinlich die falsche Taste anzeigt. Gegenstände aufnehmen ist mit X. Also es ist auf der Xbox-Taste, ist es die... Also auf der Xbox, auf dem Xbox-Controller ist es ja eine X. Auf dem PS-Controller ist die X aber unten, wo A ist. Das heißt, die zwei sind schon mal vertauscht. Guck, das ist schon der falsche Sprung. Schon der falsche Sprung. Nummer 1. Ich sag's noch. Es ist halt genau das. Ich sag's noch. Und dann sterbe ich. Genau so. Weil er mir sagt, drücke X, ich drücke X. Aber es ist ja nicht X. Eben nicht. Stark, stark. Stark. Wie lange habe ich jetzt gebraucht? 3 Minuten, 30 Sekunden Spielzeit? Geht ja gut los, ja, richtig. Zubi. Um die... Aha. Dann wieder loslassen. Kann ich... Mich kehrt. Bleibe unentdeckt. Sieht man es gut? Ja. Bleibe unentdeckt, indem du dich duckst und die Gebüsche in Gebüschen bewegst oder dich unter dem Boden bewegst. Du besitzt zurzeit kein Schwert. Weiche Feinde mit Heimlichkeit aus und begib dich zu Mondblickturm. Das wird der im Hintergrund sein. Wenn du kurz davor bist, entdeckt zu werden, erscheinen Warnsymbole. Okay. Ich weiß, wo ich bin, alles gut. Bisse König, danke. Scheiße.
komme ich nie wieder lebend raus. Ich glaube, es ist ein bisschen laut, ne? Warte mal. Glaubst du, es ist von der Lautstärke her besser, ne? Die hauen nicht ab. Ja, was will ich da machen? Okay. So zwei Schaden. Stark, okay. Ah, von hier nochmal, okay. Ich freue mich. Supi. Okay. Wir lernen. Durch Tode lernen wir. Der Tod ist nur ein weiterer Weg, um gut zu lernen. Ja? Okay. Scheiß drauf. Aber die haben jemanden eingesperrt. Einen kleinen Jungen scheinbar. Okay. Ich habe keine Ahnung, warum der mich jetzt entdeckt hatte vorhin, ne? Ah, so. Doch. Dachte schon, ich sterbe wieder. Okay, springen und an die Kante hängen. Okay, da will ich schon wieder sterben. Wenn ich das Ziel der Sache. Okay. お迎えに参上いたしました。我が主。うむ。表を上げよ。 サビマル、そなたの刀だ。我が忍びよ、主従の約定に従い、命を賭し我に仕えよ。 Okay, ein Katana erhalten von göttlichen Erbe, Familienerbstück, Familie, Zweig. Also ich habe eine Waffe. Das ist mal gut. Ups, falsche Taste. Okamio. Kizu wo otte oru yō da na. So da. Sonata ni kore o takuso. Yakusui no hyōtan da. Kore de kizu wo iyashite kure. Heilende Kürbisflasche. Die habe ich zu Hause auch. Die ist gut. Das gleiche Modell.
Vitalität wiederherstellt, das ist sehr, sehr gut. Sate. Sonata no karada. Sono nochi daiji wa naika. Sono nochi to. Ano yo no koto. Oboete oranu no ka. Hai. Ja. Shisai wa ato ni shio. Ima wa. Kono Ashina no shiro wo dassaneba naranu. Gyoi. Hori zoi ni ssunda hashi no shita ni. Jōgai e no nuke ana ga aru. Isshin sama yori, sou kiita koto ga aru. Mazu wa, sono hashi shita no nuke ana wo mitsukete kite hoshii. Mitsuketara sou da na. Ashi no habue de aizu wo kureru ka. Hora, mukashi, kikasete kureta de aro. Kou, piiit to na. Sono oto wo tayori ni, sonata no moto e yuko. Schnellwerk benutzen. Tasten. Aha. Ausrüstungsmenü öffnen. Gesperrt, gesperrt. Schnellobjekt. Das wird wohl nach... Aha, ich muss das anwählen und dann, jetzt verstehe ich. Ich glaube, das öffnen wir lieber nicht, oder? Da stehen Feinde davor. Ich muss jetzt nicht nochmal sterben, so schnell. Er hat sich selber befreit und liest hier jetzt. Cleverer Bursche. Wir gehen hoch. Gar nicht so schlecht hier. Kügelchen. Medizinische Kügelchen, die langsam Vitalität wiederherstellen. Ah, okay. Die machen wir auch mal kurz in die Schnellleuchte rein. Dann nach oben, oder? Ja, geht aber ordentlich schnell. Das ist vor allem gut, dass ich hier Sachen kaputt mache drin und die draußen nichts hören. Das ist wichtig. Ich glaube, ich muss doch vorne raus, oder? Haltung und Todesschläge. Ein Shinobi will die Haltung seines Gegners durchbrechen, was zum Beispiel durch Angriffe möglich ist. Wenn die Haltung des Gegners gebrochen ist, wird ein Shinobi Todesschlag. Angriff? RB? Todesschlag, RB, okay. Okay, das war ein sneaky Kill. Okay, also einfach durchprügeln. Verstehe, ich verstehe. Neugierig, meine Damen und Herren. Parieren. LB. Okay. Kann ich immer? Ich kann durchgehend parieren. Okay. Wow! Wenn du dein Ziel erfasst und deinen Feind immerhin vor dir hältst, kannst du viel leichter angreifen. Parieren und Ziel erfassen. Und das habe ich ja gemacht. Ich habe ihn gerade abgestochen. Wie habe ich das jetzt gemacht? Ich hab pariert. Also ich kann durchgehend parieren. Unten habe ich eine Anzeige. Ich mach das nochmal im richtigen Moment. Schlag zu. Achso. Also funktioniert es irgendwie nicht. Aber das werde ich wahrscheinlich auch gleich noch. Das bin ich auch gleich beigebracht. Gar nicht blutig oder so. Oh. 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 Oh.
Doch, ich muss im richtigen... Guten Tod. Ich muss im richtigen Moment einfach. Ja. Ich gehe jetzt hier trotzdem kurz hoch zu den zwei Dudes. Sind ja noch zwei oben drinne gewesen und hier war ja auch noch mal einer. Das sind jetzt, glaube ich, runter, ne? Kann ich da nicht rein? Entschuldigung, ich bin ein bisschen am Ausprobieren, ne? Na gut, ich gehe davon aus, dass das hier noch Tutorial-Gebiet ist. Deswegen, etwas hatte ich auch noch kurz. Und hier schönes haben. Nicht viel. Hey. Entschuldigung, ich bin einfach so eine neugierige Nase, die einfach überall nach kurz gucken muss, ob es was Sneaky-mäßiges gibt. Ein Konterhieb kannst du ausführen, wenn du direkt nach dem Parieren angreifst. Dabei fügst du den Haltungsschaden zu und Feind hat keine Zeit, sich zu erholen. Wenn der Angriff trifft, parieren. Nach dem Angriff Konterhieb. Also. Autsch. Ach so. Er ist kurz zurückgewichen. Glaube ich zumindest. Bei seinem zweiten. Ah ne, es geht um was anderes. Es geht darum, dass er auch einen Konterbalken hat oben. Und dann fällt er irgendwann zurück. Ne? Das ist es. Seinen Block durchbrechen. Ich habe wieder ein paar Kügelchen gekriegt. Okay. Oh, warte mal. Ich kann von dieser Seite aus nicht geöffnet werden. So. Handvoll Asche. Zu einem harten Klumpen zusammengepresste Asche. Wirf es auf Feinde, um sie kurzzeitig abzulenken. Okay. Um sie abzulenken. Das ist also so ein bisschen Asche ins Gesicht schmeißen. Dings. So geht's auch. Wir sind auf den geheimen Durchgang unter der Brücke. Wir haben Befehl erhalten, ihn zu bewachen. Werden immer strenger, bald haben sie Krieg. Okay. Das
ist das denn für ein Wesen? Der Schwede. Ich kann den, kann ich das auf beiden Seiten machen? Nur auf der. Aber da konnte man doch noch runter. Ah, da kann man auf der anderen Seite hochlaufen. Und da unten kann man dann auch noch weiter. Und da gibt es dann auch noch mal irgendetwas. Wir gehen zuerst mal oben. Runter kommt man einfach in der Regel, aber hoch kommt man nicht so einfach. Ich glaube, es ist ohnehin der normale. Der normale Weg. So viel dazu. Ein Frosch. Keine Ahnung, ne? Sieht alles bedrohlich aus. Ich töte einfach mal. Naja, das kann mich auch angreifen. Bis jetzt macht Spaß. Ich habe alles töten kann. Es ist schön blutig. Bringt mir das? Kann ich einfach runterspringen oder wie? In den U. Okay. Ja, das ist, wenn man runterfällt. Genau das, was mir gerade passiert ist. Komm hier durch. Okay. Ich bin ein bisschen am Bescheißen, sehe ich gerade, hä? Huh? Kann ich hier hinten durch? Was bringt mir das eigentlich, wenn ich da... Ah, da ist Loot! Einen Meter vor dem Loot falle ich runter, ne? Stark. Ich glaube, ich komme hier nicht mehr. Na doch. Okay, Moment. Entschuldigung, ich bin noch ein Noob, meine Damen und Herren. Das wird schon. Jetzt. So. Kügelchen. Das Vergnügen hatten wir ja schon. Ich hau sie mal rein, weil ich habe so wenig Lebenspunkte. Ah, das ist die... Okay, ich verstehe. Von der einen Seite kann man rein. Ja.